Willkommen zu einer neuen Folge von unserer Serie Energiewirtschaft der Zukunft. Als Gast begrüße ich heute Mario Lichy von B-Energy aus dem wunderschönen Bielefeld. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Haben wir gerne getan. Ich freue mich auch ganz besonders, Sie jetzt hier zu haben, weil wir ein sehr interessantes Thema behandeln wollen. Und zwar geht es um energetische Sanierung. Da haben wir ja in Deutschland so ein bisschen die Situation, dass wir einen sehr großen Altbaubestand haben und in gewissem Sinne auch einen relativ großen Rückstau, was Sanierungen angeht. Mhm. Wie ist da Ihre Bewertung? Ist das ein interessantes Geschäftsfeld damit auch für Stadtwerke? Also grundsätzlich muss ich sagen, den Sanierungsstau haben wir und die Architektenkammer hat vor etlichen Jahren mal den Begriff geprägt, die Republik ist gebaut. Das heißt also, wir haben einen sehr großen Altbestand und bei Sanierungsraten, die momentan so bei 1% liegen, dauert das natürlich ewig, bis alle Gebäude dann auch entsprechend durchsaniert sind. Selbst wenn viele das Gefühl haben, ja, an jeder Ecke wird gebaut und saniert, ist es immer noch ein sehr großes Thema, weil wir einen sehr großen Altbestand haben. Und es ist ein sehr großes Beschäftigungsfeld, das Thema Sanierung. Und ich denke, je mehr Anlaufstellen der Bürger hat, um sich um dieses Thema oder über dieses Thema zu informieren, umso besser ist das für den Bürger. Und ich denke, dass gerade auch der kommunale Energieversorger, ein Ansprechpartner für den Bürger sein sollte. Die haben in der Regel Beratungszentren, wo sie dann auch die Möglichkeiten haben, vielleicht bestimmte Sachen auszustellen, die können das auch entsprechend auf Messen mit einbinden. Sie haben eine Kundenzeitschrift, wo sie über dieses Thema auch informieren können. Und ich finde, als Stadtwerke hat man auch die Verpflichtung, und sich diesem Thema zu widmen. Also von daher denke ich mal schon, dass das Thema auf jeden Fall von den Stadtwerken bearbeitet werden muss. Und da ist es schon wichtig auch für die Stadtwerke, dass sie Energieberater haben, die Kunden mit dem entsprechenden Wissen versorgen. Ja. Der Vorteil ist hierbei ja wahrscheinlich letztlich auch der, dass sich das nicht auf eine bestimmte Kundengruppe beschränkt. Diese Energieberatung jetzt, also natürlich, als Energieversorger habe ich ja nicht nur Endverbraucher, ich habe auch Gewerbekunden, ne? Ich habe Industriekunden, wobei man muss schon sagen, bei Industriekunden, die haben in der Regel eigene Leute, die dann sich mit diesem Thema Energie beschäftigen. Bei Endverbrauchern und Gewerbekunden ist ein sehr großes Betätigungsfeld, vor allen Dingen gerade bei denjenigen, die sich mit dem Thema noch nie beschäftigt haben. Also es gibt viele, die sich gar keine Gedanken darüber gemacht haben. Wenn sie also das nötige Kleingeld haben, um ihre Energierechnung zu bezahlen, haben sie sich keine Gedanken gemacht, dass sie das Geld vielleicht auch anderweitig schöner ausgeben können, ne? Für vielleicht irgendwelche Urlaubsreisen oder irgendwelche neuen Sachen, die man sich anschaffen möchte, anstatt jetzt quasi das Geld auszugeben. Auf der anderen Seite sagt man natürlich immer, der Energieversorger, warum hat der Interesse daran, jetzt Energieberatung anzubieten? Weil der will doch, je mehr der verkauft, desto besser ist das doch für ihn. Und da muss man sagen, rein kaufmännisch gesehen mag das vielleicht stimmen, aber auch der Kaufmann sagt, ich habe lieber Kunden, denen ich etwas verkaufe, wenn die ihre Rechnung auch bezahlen können. Und das ist dann wieder so der Umkehrschluss, wo man sagt, also ich glaube, Stadtwerke-Kunden, das ist als Energieversorger ein wichtiger Aspekt, wenn man einen Kunden hat, der nicht nur einen Verbrauch generiert, sondern der auch seine Rechnung bezahlen kann. Also wenn das dann angepasst ist zu dem Einkommen, auch der entsprechende Verbrauch, dann ist das wieder stimmig. Und wir haben leider dieses Thema Energiearmut, was jetzt mehr und mehr sich da in den letzten Jahren aufgetan hat, dass die Leute also ihre Energiekosten nicht mehr zahlen können. Und das ist für Energieversorger auch nicht gut. Und von daher kommt alleine dieses Thema auch den Stadtwerken natürlich zugute. Sie müssen sich mit dem Thema beschäftigen und müssen gezielt auch vorbeugen. Dass sie also Kunden beraten und sagen, hört mal zu,
ihr könnt euren steigenden Energiekosten entgegenwirken. Wir sagen dann, oder das ist so das, was man immer hört, ja, aber die Energieversorger mit den Preisen und so weiter und so fort, das ist, wenn man sich die Energiepreise mal anschaut, wie viel Umlagen, wie viel Steuern dabei sind, das ist also gar nicht unbedingt das, was der Energieversorger sich da in seine eigene Tasche steckt, sondern das ist das, was der Staat, der natürlich auch sehr gut daran verdient. Und ich glaube, der Energieversorger hat schon auch da in dem Bereich natürlich einen Bedarf, das aufzuklären, dass er also gar nicht so unbedingt für die steigenden Energiepreise zur Verantwortung gezogen werden kann und kann natürlich gerade bei dem Thema Energieberatung den Kunden auch helfen, da entgegenzuwirken. Das finde ich ganz wichtig. Das hört sich mir jetzt nach vielen verschiedenen Anknüpfungspunkten an. Mit welchen Dienstleistungen oder Produkten kann man denn an so eine Energieberatung anknüpfen? Also bei den Energieversorgern gibt es ja gerade in dem Bereich das Thema Energiedienstleistungen. Das fängt also mit einfachen Leistungen an, die die Berater selber machen, wenn es also so um Initialberatungen geht, dass man bei Initialberatung dem Kunden schon mal helfen kann, kann sagen, hör mal zu, ne, viele bieten natürlich solche Produkte an, wo sie dann auch sagen, okay, wir gehen mal durch, was hast du denn für Verbraucher zu Hause, so im Strombereich oder wie sieht denn das mit deinem Gebäude aus, mit der Dämmung, wie alt ist denn deine Heizungsanlage, wie sieht das aus, Umstellung des Energieträgers und so weiter. Das heißt also, die haben sehr viele Anknüpfungspunkte. Darüber hinaus gibt es natürlich auch gerade dieses Thema der Energiedienstleistung. Es gibt also auch schon viele Energieversorgungsunternehmen, die sagen, okay, wir sind nur Mittelsmann. Wir sehen das Potenzial bei dem Kunden. Der Kunde braucht einen Ansprechpartner, einen verlässlichen Ansprechpartner und wir vermitteln die Fachleute. Das heißt also, die kaufen teilweise Leistungen ein, die sie dann an die Kunden weitergeben. Und das ist auch wieder so ein Punkt, wo ich sage, es muss nicht unbedingt immer alles bei den Stadtwerken selbst gemacht werden. Also es gibt auch viele Stadtwerke, die da inzwischen auf externe Hilfe zugreifen. Man kann dann weiterhelfen auf jeden Fall. Genau. Und das ist ja, das ist das Wichtige, dass der Kunde nachher zufrieden ist und sagt, Mensch, klasse, bei den Stadtwerken hat man mir geholfen. Man hat ja seit der Liberalisierung im Strommarkt 96 das Gefühl gehabt, dass die Stadtwerke immer mehr so abdriften und weg vom Kunden. Also ich habe das in meiner Jugend selber so erlebt, dass der Stadtwerke oder auch das Haus der Technik bei uns jetzt ein Ansprechpartner, ein zentraler Ansprechpartner war in Sachen Energie. Und damals sind Kochkurse durchgeführt worden. Da gab es dann auch als zur Einführung der Mikrowelle, als dann so Veranstaltungen durchgeführt worden sind, wo die Leute sagen, Mikrowelle, was ist denn das? Man hat die Leute aber doch eher abgeholt. Ne? Und wenn man heute mal so die Leute fragt, ja, was halten Sie von den Stadtwerken? Dann sagen sie mal, ja, kostet ja alles nur Geld. Und so. Man hat so ein bisschen dieses diese persönliche Nähe von den Stadtwerken verloren. Und da haben die Stadtwerke jetzt in den letzten Jahren, dadurch, dass sie sich durch die Liberalisierung auch viel um sich selbst kümmern mussten, Strukturen ändern mussten und so weiter und so fort, jetzt erstmal einen ganz großen Aufholbedarf, um wieder näher zum Kunden zu kommen und dem Kunden auch zu zeigen, hör mal zu, wir sind dein Energieversorger und wir unterstützen dich auch bei anderen Tätigkeiten. Also darüber hinaus, Energiedienstleistung, was auch von Stadtwerken häufig angeboten wird, ist ja das Contracting. Muss man immer sagen, ja, Contracting, macht das denn Sinn? Ne? Ist das denn überhaupt was? Auf der anderen Seite gibt es in den Bereichen schon viele sinnvolle Contractings. Wenn ich jetzt zum Beispiel an so ein Wärmecontracting denke, ich habe eine ältere Dame, der Mann ist verstorben, sie will aber noch alleine zu Hause wohnen, kriegt das auch alles ganz gut hin. Hat sich aber nie um die Technik gekümmert. Das heißt also, der Mann hat sich um die Heizungsanlage gekümmert und es war immer warm, wenn sie es warm haben wollte. Und wenn sie das jetzt abgeben kann an verlässliche Hände, ne, wenn der Energieversorger also sagt, ja, also wir kümmern uns drum, wir machen alles, was die von der Wartung bis hin, ne, dass es immer auch warm ist, wenn eine Störung auftritt und so weiter und so fort, wir sind die Ansprechpartner, dann ist das in der Form auch eine Lebensqualität, die die Dame sich damit erfüllen kann und muss sich nicht um solche Sachen kümmern. Das ist auch Vertrauen ist da ja auch wichtig. Genau, wenn man Vertrauen. Jemanden in der Nähe hat, macht man das vielleicht eher als jemanden, der so groß ist, aber weit weg, weit entfernt. Ja, das ist richtig, das stimmt, ja. Und dann die Stärke der Stadtwerke sozusagen. Das ist halt immer der große Punkt auch, wenn es um Wartung, Zuverlässigkeit geht. Die Stadtwerke hat als Unternehmen natürlich auch immer eine Leitwarte. Man kann Heizungsanlagen aufschalten. Also es ist schon ist ein zentraler Angelpunkt auch in dem Dreh- und Angelpunkt in dem Bereich, dass man also sich um diese Themen dann kümmern kann bei den Stadtwerken. Das stimmt.
Wir haben da jetzt ja schon ein sehr großes Portfolio angesprochen. Also das stelle ich mir schwierig vor, für einen Energieberater auch letztlich alles zu beherrschen. Was ist denn da wichtig für den Energieberater? Naja, also grundsätzlich ist es so, als Energieberater, man ist nicht nur immer am Beraten, sondern man muss sich selber auch weiterbilden. Das heißt, das Thema Weiterbildung spielt eine wesentliche Rolle. Das heißt also, immer wenn neue Verordnungen, neue Gesetze rauskommen, wenn sich Sachen ändern, muss der Energieberater natürlich neu up-to-date sein. Wenn es um Fördermittel geht, muss er sich ständig immer wieder auf den neuesten Stand bringen und muss gucken, was gibt es für neue Förderprogramme, beziehungsweise in welchen Bereichen besteht jetzt noch Weiterbildungsbedarf. Und das gehört schon sehr stark dazu. Also man kann nicht jetzt einfach sagen, okay, ich habe da jetzt mal so eine Ausbildung gemacht, ich mache jetzt Energieberatung und das mache ich jetzt 20 Jahre, sondern der Markt ist so schnelllebig und es gibt immer wieder neue Produkte und neue Techniken, die auf den Markt kommen, und da muss man sich einfach auch weiterbilden. Also ganz einfaches Beispiel, wenn man früher gesagt hat, ja, ich brauche eine neue Heizung, dann hieß es ja, was hast du denn, Gas oder Öl? Ja, und dann wurde eine Gas- oder Ölheizung eingebaut. Und wenn man sich das heute anschaut mit den ganzen regenerativen Energien, mit den Verknüpfungen, die verschiedenen Gasanlagen, also, ne, oder wenn man eine stromerzeugende Heizung mit dazu nimmt, macht das Sinn, macht das keinen Sinn, sollte man erst das Gebäude sanieren? Also sind viele Fragen, die da zum Tragen kommen, und der Gesetzgeber macht es einem nicht einfacher, dadurch, dass diese Gesetze natürlich, Gesetzesverschärfungen auch immer wieder zum Tragen kommen, muss man auch immer mehr Sachen beachten. Und ganz ehrlich, Endverbraucher sind meistens überfordert in diesem Bereich. Die brauchen also wirklich jemanden, auf den sie sich verlassen können. Und da hilft es natürlich, jemanden zu haben, der dann einem auch unter die Arme greift und bei diesen ganzen schweren Themen zur Seite steht. Und da ist es natürlich besser, man hat den in der Nähe. Dann sind wir wieder bei der Stadtbank. Das ist richtig. Ja, also ne, es gibt ja nicht nur die Energieversorger, es gibt ja dann auch verschiedene andere Institutionen, die das machen. Also ich finde schon, dass dieser gesunde Mix aus verschiedenen Beratungsstellen schon wichtig ist. Das heißt also, es gibt natürlich auch dann die unabhängigen Energieberater, dann gibt es natürlich auch noch die Verbraucherzentralen. Aber ich finde, es ist immer wichtig, nicht jeder geht dann zur Verbraucherzentrale oder jeder geht zu irgendeinem Energieberater oder jeder möchte so viel Geld dafür ausgeben. Die Beratungen bei den Stadtwerken sind in der Regel kostenlos, beziehungsweise kosten nur einen geringen Geldbetrag. Wenn man jetzt einen privaten Berater aufsucht, der muss davon leben. Ne? Das heißt also, da sind natürlich ganz andere Einkommensstrukturen und da kostet das natürlich dann wieder deutlich mehr. Also von daher finde ich es gesund, wenn man eine Beratungsstruktur hat, wo der Kunde selbst sagen kann, okay, ich möchte von dem beraten werden oder von dem beraten werden oder von dem beraten werden. Also das macht aus meiner Sicht meisten Sinn, ne? Weil man jetzt nicht nur eine Anlaufstelle hat, sondern viele Anlaufstellen. Und wie gesagt, eine wichtige Anlaufstelle sind natürlich die Stadtwerke. Man hat als Kunde also die volle Auswahl. Das ist auch ein sehr schönes Fazit. Danke für diese sehr interessanten Einblicke, die wir hier gewonnen haben. Und wenn Sie dieses Video toll finden, dann freuen wir uns natürlich über ein Like. Sie wissen ja, Daumen hoch. Und für weitere Videos würden wir uns freuen, wenn wir Sie als Abonnenten gewinnen können. Ja, und falls Sie den Link suchen, der befindet sich dort unten.